Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. So, ich möchte heute nochmal in die Pilzhöhlen abtauchen, weil da war zumindest ein bisschen Lava. Sagen wir es mal so. Und ich hoffe, dass es da irgendwie so einen kleinen Durchgang nach ganz unten gibt. Was mit meinen riesigen Zyklopen, da komme ich nicht so wirklich hier durch. Weil hier, da unten, da sprüht's ja. Da hoffe ich irgendwie, keine Ahnung, dass es da auch einen anderen Weg nach unten gibt. Einen, den ich nutzen kann. Weil da sprüht's auch. Ah, wenn die Fische reinkommen, dann sind die gleich gar. Problem ist bloß, die sind schon vor einigen Monaten da reingegangen. Ja, unser verrotteter Fisch. Und ganz ehrlich, not so good. Hat mich ordentlich Flüssigkeit gekostet und das will ich nicht nochmal. Ja, hier ist über Magnetit, das ist schicki, wirklich, absolut. Deswegen bin ich jetzt aber nicht primär hier. Seid mal leise. Ihr tut mir doch eh nichts, wenn ich in der Motte bin. Ah, hier gab es da irgendwie noch eine Etage weiter unten. So, gehst du noch tiefer runter? Ah, nee, hier ist Strahlung. Ich habe zurzeit keinen Strahlenschutz dabei. Hier ist die Basis, die ich eh schon kenne. Ah. Nee, das war nur der fette Pilz. Ich dachte, da liegt ein riesen Ei dazwischen. Und so eine Moräne vielleicht. Wäre ja auch schön, wenn ich davon eine hätte. Kenne ich alles schon. Ah, schade. Wirklich irgendwie darauf gehofft, dass es hier einen Durchgang nach unten gibt, aber nö. Leider nicht. Nur diese Moränen-Dinger, die ganze Zeit schreien. Was ich auch gerne machen können, aber wieder ohne mich. Herb, sorry, mein Fehler. Da unten ist echt nur der Trick, dass diese spuckenden Dinger da sind. Es doch mehr geben. Hier fliegt immer was hoch, so Geröll oder so, ne? Wie hält die Motte das aus? Halt. Nee. Schade, ich dachte, da gäbe es so einen Durchgang. Haben wir nicht geirrt? Oh. Matti, du bist richtig heiß. Ah, das mit dem Anecken, das ist von jeher mein Problem. Das ist ja blöd. Nö, dann bleibe ich hier auch nicht. Hier gibt es offensichtlich keinen wirklichen Durchgang. Muss ich mal gucken. Wo ist das Symbol? Wir meinen Zyklopen. Das Heimatbasis, das ist schicki, aber... Ich tauche jetzt erstmal hier raus. Außen kann ich mich besser orientieren. Da, da ist er. Wie gesagt, nicht so schick. Ich habe irgendwie darauf gehofft. So, ups. Genau, anecken. Furchtbar. So. Reparaturwerkzeug. Ding, bong, ding. Wieder alles hübsch.
Na, dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Offenes Geländer. Meine, ich könnte ja auch. Ist das doch mal. Diese Furcht war mit dir. Bist du aufhören, jeden kleinen Fisch mitzunehmen? Muss mich noch mal orientieren. Da ist die Aurora. Ich könnte es ja noch mal bei der Aurora versuchen, ob ich da vielleicht irgendwas Neues finde. Indem ich jetzt einfach den Strahlenschutz wieder anziehe. Zyklop irgendwie in der Nähe abstellen, zumindest annähernd in der Nähe. Ja, vielleicht so. Sicht nach außen aus. So. Flup, flup. Strahlenschutz. 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 Zack. Zack. Stase. Behalte ich mal bei mir. In der Nähe der Aurora ist der Creeper Reaper. Und das könnte riskant werden. So. All systems online. Nee, das ist nicht so relevant. Guck mal, da ist so einer. Was ist das jetzt nochmal? Siehst du das jetzt nochmal? Nee. Schade. Ich habe echt darauf gehofft, man könnte die ja so, bevor die schlüpfen, so ein bisschen davon abhalten. Und dann mal testen, was passiert. Aber nö. Gasefeld, wenn es aufgeladen ist, hält auch länger. Oh, ich bin noch ein ganzes Stückchen entfernt, wollte ich gerade sagen. Heide Witzka. War doch vorhin so nah dran. Aber nun gut, dann ist dem so. Entschuldigung. Eben aufpassen wegen Reaper Creeper. Ja, Ton ein, nehme ich mit. Oh, ich glaube, das habe ich auch schon. Aber normalerweise steht dann ja der Name dabei. Was haben wir hier? Das ist nur Seemotter. Nicht so relevant für mich. Spar ich mir mal auf. Titan brauche ich zurzeit nicht so. Und hier. Mülleimer. Ich glaube, das kenne ich hier auch schon. Ja, hier war es schon mal vor Ewigkeiten. Ups, sorry, mein Fehler. Na, du kleiner Riffbrücken, du. Muss mich nur mal orientieren. Da ist sie. Bin in der richtigen Richtung unterwegs. Und schon wird ja alles dunkel. Gefällt mir gar nicht.
Das ist alles nur Metallschrott. Alles nur Metallschrott, sorry, mein Fehler. Das kenne ich schon, aber ich kenne es noch nicht. Schon herkommen. Gut. Nicht das Non plus Ultra. Ja. Aber was Licht aus. Wenn wir so was schützieren, wie gesagt, die Befürchtung, der Reaper wird sich vom Licht angezogen. Der letzte hat mich ja zum Glück ein bisschen in Ruhe gelassen. Das war ja ganz nett. So. Ja. So, Sandhai. Gibt es eigentlich irgendeinen Weg in die Aurora? Wäre auch mal schön zu wissen. Ah, die Kiste habe ich schon mal geöffnet. Wackelt hier alles so, was ist denn los? Das war nur ein Pirscher. Hey, was ist hier los? Wo wackelt denn das alles so? Ah, komm ein bisschen rein. Schick. Aber hier ist nicht wirklich was Sinnvolles. Nicht so schick. Aber mehr erwartet. Aber viel mehr erwartet. Ja, das sieht jetzt auch nicht so beeindruckend aus, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich hier sehe. Ups. Bin ich festgefahren? Das muss mal so. Der geht nicht nach oben. Der geht nicht nach oben. Hör doch mal auf mit dem Stocken, Junge. Ist ja furchtbar. Hm. Rollt jetzt nicht nach oben. Weiß nicht warum. Haben gehofft, dort irgendwas zu finden. Wurde enttäuscht. Gibt eine schlechte Bewertung. Das kann ich schon mal sagen, ja? So nicht, Freunde. Damit habe ich nicht gerechnet, das wollte ich nicht, nee. So. Ups. Habe ich nicht gestreift, tut mir auch gar nicht leid. Alles nur Metallschrott. Oh oh. Der Reaper Creeper. Was wackelt denn das hier alles so? Ist ja unerhört. Aber ich muss davon ausgehen, dass es ja eh mehrere Reaper Creepers gibt. Immer schön reparieren, das gute Ding. Okay, hier führt kein Weg rein, so richtig. Habe ich keinen gefunden. Guckt mal an der anderen Seite. Problem ist, ich muss wirklich bei Tag suchen. Bei Nacht nicht an und so, alles ziemlich gefährlich. Ah, Schockwelt ist geschlüpft. Das Ding habe ich schon gescannt. Kann ich hier eigentlich? Jo, kann ich.
So. Jo. Gibt richtig viel interessanten Stuff hier, wirklich. Interessant, was es hier zu sehen gibt, wirklich. Meine Güte, beeindruckend. Man hätte doch mal was sein können. Was Außergewöhnliches. Außer dieser lumpische Schrott da drüben. Ja, den könnt ihr echt für euch behalten. Nee. Ja, ich laufe schnell. Tim. Dann suchen wir mal weiter. Weiter mit dem Eiter. Ah, yeah. Hopp. Aha, du wolltest ins Wasser springen, habe ich aber nicht zugelassen. Du musstest in die Worte reinspringen. Alles normaler Metallschrott, alles uninteressant für mich. So, gucken wir mal, gibt es hier einen Weg rein? Was ist hier für Zyklop? Interessiert mich gerade nicht so. Hier komme ich auch nicht rein, schade. Dieses elende Geräusch mit diesem elenden Mistvieh. Da wabbelt wieder alles. Hey. Hier komme ich nicht weiter. Hier ist aber ein Kistchen. Hilfe-Package. Guck mal ganz kurz, das ist aber nur Zyklopia. Zyklop interessiert mich gerade nicht so wirklich. Auch nur Zyklop, oder? Zyklop, genau. Ich sehe nichts. Ich sehe absolut nichts, was darauf hindeutet, dass ich hier mal rein könnte. Dass hier wirklich alles bebt und wackelt und ruckelt und hast nicht gesehen? Aber zumindest sind hier noch ein paar Kisten. Ich stecke das immer sehr schnell wieder in meine kleine Mutter ein. Weil ich glaube, ungeschützt frisst mich der Reaper sofort. Hier habe ich wenigstens eine geringe Überlebenschance. Hinweis hier, da kannst du mal rein. Gucke doch mal, Junge. Nee. Oh, da ist er. Da schwimme ich nicht weiter lang. Nö. Kannst du knicken. Okay. Aber wirklich nichts Sinnvolles hier. Jetzt habe ich das Ding wirklich einmal umkutscht.
nichts gefunden. Hier war ich ja schon. Wackelt denn das so? Ist ja schlimm. Ekelhafter, du, ekelhafter. Wille, du beschützt den richtig tollen Stuff. Versuch's mal. Sieht jetzt hier aber alles nicht so beeindruckend aus hier unten. Dass das, wie gesagt, alles so wackelt. Noch einer. So, ich tauche mal ein bisschen auf. Orientierungspunkte schaffen. Ich dachte, ich könnte mit gutem Wellengang rein. Gut, schwimmen wir zurück. Hat nicht wirklich was gebracht. Ich darauf gehofft, hier gäbe es irgendeinen Weg rein. Dass ich noch irgendwas mit Sinn und Verstand hätte finden können, aber nee. Nix da. Was tut denn eigentlich dieser Pirscher hier? Ich meine, das ist doch gar kein typisches Pirschergebiet. Ja, seid mal still da hinten. Ich bin da schon weg. Ja, ja, Mutti, ist klar. Komm, ich drehe ab. Geh zum Zyklopen hin. Wie fehlt ein wenig das Erfolgserlebnis? Meine, ich habe nicht wirklich viel von diesem Krabbenanzug gefunden. Ich habe eigentlich nur so diese lumpige Kisten hier geöffnet. Und da ist ja in der Regel außer diesen Schwämmen, die man essen kann, und ein paar Wasserflaschen nie irgendwas Sinnvolles drin. Not so good. Ja, gleich bin ich da. Da esse ich dann noch was. Und dann lagere ich den Kram noch ein. Puh. Furchtbar. Halt es ja, weil ich dachte, oh, was ist denn das da für ein außergewöhnliches, super fantastisches Ei? Aber was ich noch vorher kurz mache, ich möchte mal gucken, erstens in das Aquarium rein, ob das jetzt wirklich neue Eier waren, die ich da gefunden habe, oder ob das die gleichen Boom-Boom-Idioten sind, die ich schon habe. So. Und dann möchte ich mal gucken, ob sich auch was in meinem anderen Aquarium geändert hat. So, mal schauen. Wie ist das genau der gleiche dumme Bum-Bum? Ist doch der gleiche dumme Bum-Bum, den ich schon habe. Hast du ein Ei gelegt? Ist aber nett. Also, nicht die Art von Ei. Kracherfisch. Brauche ich nicht zweimal. So, die anderen habe ich alle einzeln.
Schicke Sache. Schicke, schicke Sache. Ja. So. Bum, bum. Also das einzig Humane, was man mit so einem Tier wie dir machen kann. Das einzig Humane. Oh. Glück gehabt. Ich hab noch zu viel Energie. Glück gehabt. Das wäre auch wirklich böse, oder? Ich meine. Schon irgendwie ziemlich fies. So. Hier, diese ganzen Wasserflaschen hier. Die guck jetzt mal hier rein. Zack, zack. Oh, ist da hier. Trinke ich. So, fehlt hier noch eine Batterie? Nee. Oh, das Kreaturenei. Hier steht überall Kracherfrisch und hier steht wieder Kreaturenei. Verstehe ich nicht. So, habe ich den wieder mit drin? Schmuckle, Pirscher, genau. Ah, einfach so. Gut. So, nee, Quatsch, falscher Weg. Falscher Weg. So, jetzt gucke ich mal in mein Büro. Der hat immer noch seinen Ausschlag. Ja. Schade. Ich dachte, ihr helft dem. Ne? Habt ihr keinen Bock drauf. Habe ich auch keinen Bock auf euch. Hau ich hier ab. Alle. Hopp. So. In die kleine Mutti rein. So ist das alles sehr schön fein. Oh, warte mal. Viel Spaß. Attackier mich bloß nicht. Du bist mit dem Leben davon gekommen. Ich bin sehr human. Ich wollte dich eigentlich verwursten. Gnade dir, wenn ich wiederkomme und du jagst mich in die Luft. Gnade dir. Ja. Kannst du aber wissen. So. Furchtbar. Wirklich furchtbar. Dass ich nicht so wirklich vorankomme. So. Ja. Erste Hilfe Packages. Tipp, tipp, tipp. Bitte schön. Hier war doch glaube ich noch, genau. Ja. Tuck. Tuck. Gut, gut. Beim nächsten Mal erkunde ich mal andere Gebiete. Irgendwie, ich muss einen Weg finden, weiter nach unten zu kommen oder was für diesen Krebsanzug zu finden. Aber für heute soll es erstmal gewesen sein. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche noch einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao!